Hey Leute, Geonox hier, willkommen zu einem neuen Airsoft-Video. Wir sind hier im NOC-Studio und ich zeige euch heute die Lancer Tactical M4 CQBR mit ETU und MOSFET. Ich höre euch schon, Geo, das ist doch wieder eine M4. Aber bevor ihr diese Waffe als eine von vielen ausgelutschten M4s abhakt, dieses Modell könnte für einige von euch wirklich interessant sein. Wir hatten schon teure M4s mit vielen Features und günstigere M4s mit weniger Features. Das Modell, was wir uns heute anschauen, wird besonders die Preis-Leistungsjäger unter euch ansprechen. Ich werde gar nicht lang drum rumreden. Das Teil, was wir uns heute anschauen, kostet 169 Euro. Das ist sehr günstig für ein Gewehr. Und besonders für das, was man alles bekommt. Aber ich höre schon, Geo, genug Blabla, pack das Ding endlich aus! An dieser Stelle vielen Dank an SniperS, die mir das Paket zugeschickt haben und mir die Waffe zur Verfügung stellen, damit ich sie euch zeigen kann. Und so sieht das Paket von außen aus. Wie kann ich es halten, ohne dass es reflektiert? Hier so. Lancer Tactical Gen 2 Strike Hard, Strike Fast. Und hier auf der Rückseite haben wir nochmal das Logo und ein Männchen auf einer Übersicht. Und hier oben steht Build your loadout with Lancer Tactical Gear. Das ist wohl ein Vorschlag von Lancer Tactical, wie man sich sein Loadout selbst zusammenstellen kann. Natürlich mit Gear von Lancer Tactical. Dann schauen wir uns das Paket mal von innen an. So sieht das Ganze von innen aus. Was haben wir hier alles drin? Eine Gebrauchsanleitung. Und wie ihr wisst, braucht kein Mensch. Wir haben hier einen Frontgriff. Der sieht so aus. Einmal von der Seite, dann einmal von oben und einmal von unten. Das Besondere an diesem Griff, ich zeige es euch mal, bei dem Griff, den ich jetzt gerade benutze, kommt hier eine Schraube rein und die muss man dann festziehen. Die kommt auf der anderen Seite wieder raus. Bei diesem Griff braucht man keine Schraube und kein Werkzeug, weil das Ganze wird hier über dieses Rädchen eingestellt. Wenn ich hier dran drehe, dann drückt sich das da oben raus. Und wenn ich es rausdrehe, dann verschwindet es da oben. Wie das an der Waffe aussieht, zeige ich euch gleich. Dann haben wir hier noch ein Magazin. Es handelt sich um ein High Cap aus Metall. Hier oben haben wir die Klappe zum Befüllen. Da kommen die Bibis rein. Hier unten High Cap typisch, das Rädchen zum Aufdrehen. Und da steht es nochmal. Lancer Tactical. Das Magazin fasst 300 Bibis. Dann kommen wir zu etwas, was einige von euch vielleicht freuen wird. Denn wenn ihr euch dieses Paket holt, dann habt ihr direkt ein Ladegerät dabei und einen Akku. Und Akku und Ladegerät sind normalerweise bei anderen Waffen nicht dabei. Also angeschlossen, Akku geladen, noch eine Brille geholt und dann könnt ihr direkt loslegen. Aber noch ein kurzes Wort zu diesem Akku und zu diesem Ladegerät. Bei dem Akku handelt es sich um einen 1600 mAh NIMH. Ich hatte es schon mal in vergangenen Videos erklärt. Es gibt einmal die schwächeren NIMH Akkus und die stärkeren LiPo Akkus. Das hier, das ist so ein LiPo. Wenn ihr den wirklich günstigen Airsoft-Einstieg sucht, dann ist es schon mal sehr cool, dass hier ein Ladegerät und ein Akku dabei ist. Aber ich empfehle euch, also ich persönlich, würde das Ganze mit einem LiPo spielen. Das ist ein 11.1er LiPo mit 1450 mAh. Das sollte für einen Spieltag reichen. Ich habe sicherheitshalber immer zwei davon dabei. Und ja, mit einem NIMH, also dem schwächeren Akku, kann man spielen. Damit kann man anfangen. Aber wenn ihr eine Zeit lang damit gespielt habt, und dann switcht ihr mal auf ein LiPo, dann merkt ihr, dass das Ansprechverhalten und der ganze Sound und das ganze Feeling einfach besser ist mit dem LiPo. Oder das bessere Beispiel ist, wenn ihr eine Zeit lang mit einem LiPo gespielt habt und dann probiert ihr mal einen NIMH aus, dann merkt ihr, dass die Waffe etwas schwächlich wirkt. Es fühlt sich an, als wäre der Akku sehr schwach und kurz davor einfach komplett leer zu sein. Also hiermit kann man starten, aber ich empfehle einen LiPo. 11.1er. Was wir in dem Paket noch finden, ist eine Austauschfeder. Wenn ihr die Waffe bekommt, ist da schon eine Feder drin. Diese Feder ist beigelegt, was uns auch schon zu unserem ersten Highlight bringt, nämlich das Ganze hat ein Federschnellwechselsystem. Ihr könnt ganz einfach über eine Schraube hinten im Stock die Feder auswechseln und dadurch eure Energie, eure Joule anpassen. Und als letztes haben wir noch das Interessanteste, ich hole es mal raus, die Waffe selbst.
uns die Waffe mal von vorne nach hinten an. Hier vorne haben wir einen coolen Flashhider und mal gucken, ob man den abdrehen kann. Ja, ihr wisst, wonach ich suche. Und wir sind auch fündig geworden. Wir haben hier ein 14 mm Negativgewinde. Und an dieses 14 mm Negativgewinde können wir einen Tracer dran schrauben. Und so sieht das Ganze mit Tracer bzw. Schalldämpfer aus. Bam! Um das noch cooler zu machen, packen wir noch den Frontgriff dran. Bei dem Frontgriff haben wir gesagt, hier unten drehen. Dann können wir das da oben absenken und auf eine Rail schieben. Und mit Tracer und Frontgriff sieht das Ganze dann so aus. Dann schauen wir uns mal das Frontside an. Das ist ein Gasblock Frontside, leider kein Low-Profile Gasblock. Leider deswegen, weil ich immer hier oben meine Scope Cam habe. Wenn ich die hier oben jetzt befestigen würde, wo ist noch meine Scope Cam? Hier die Scope Cam und dann wäre dieser Gasblock Frontside im Weg. Aber das Gute ist, ich kann die Scope Cam hier an der Seite befestigen, wenn ich hier diese Rail Cover abbekommen würde. Einmal hier drücken, nach oben schieben, Rail Cover ab. So sieht die Scope Cam aus, wenn sie nicht oben sitzt, sondern hier an der Seite. Aber jetzt sage ich zu Recht, ja, dann ist das Bild ja gedreht. Das ist kein Problem, weil meine Scope Cam ist clever. Ich kann einfach hier dieses Stellschräubchen lösen und das Ganze von horizontal auf vertikal drehen. Und dann ist das Bild auch wieder gerade. Wenn wir schon über das Frontside reden, dann schauen wir uns gleich das Rearside an. Das Rearside sieht so aus, das ist ein Flip-Up-Side. Wenn ich hier dran ziehe, dann flippt sich das so nach oben. So sieht das Ganze von hinten aus und so sieht das Ganze von vorne aus. Als nächstes haben wir hier vier Rails, eine oben, unten, links und rechts. Und wie wir gesehen haben, haben wir hier diese Rail-Cover, die wir auch abnehmen können. Hier oben haben wir viel Platz für Visierungen. Was mich zu meinem nächsten Punkt bringt, weil ich benutze weder hier das Frontside noch das Flip-Up-Side, sondern ich benutze hier dieses Leuchtpunkt-Visier. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, doch da. Da ist der rote Punkt. Und das Ganze kann ich auch noch umswitchen auf, wo ist es denn? Grün. Mal gucken, ob wir das auch finden. Wo ist es wohl? Da. Da ist der grüne Punkt. Es gibt viele, die spielen gerne mit Ironsights. Ich spiele gern mit Leuchtpunktvisier. Dann haben wir hier den Mag Release und ein Mag steht noch drin. Einmal Mag Release drücken und Mag raus, Mag rein, Mag raus, Mag rein. Funktioniert wunderbar. Als nächstes kommen wir zum Dust Cover und zur Charging Handle. Hier hinten an der Charging Handle gezogen. Dann kommt hier an das Hop-Up. Da drin in Rot, ich zeige euch nochmal näher. Hier gezogen halten und da dieses Rädchen. Da könnt ihr das Hop-Up einstellen. Was mir auch noch aufgefallen ist, ist der Trigger. Wir haben hier einen Flat-Type-Trigger. Seht ihr das? Der ist hier ganz gerade. Hier hinten haben wir einen verstellbaren Stock. Komplett reingeschoben hat die Waffe eine Länge von 70 cm und rausgezogen hat die Waffe eine Länge von 78 cm. Die Waffe hat, also ohne Magazin und ohne meine ganzen Extras hier, ein Gewicht von 2600 Gramm. Schauen wir uns mal das Material an. Sie ist zum größten Teil aus Kunststoff. Ich zeige euch mal, was aus Metall ist. Der Flashhider ist aus Metall. Das Magazin ist aus Metall. Der Trigger ist aus Metall. Die Slingaufnahme hier vorne ist aus Metall. Die Charging Handle ist aus Metall. Und das Cover hier vorne ist aus Metall. Aber lasst euch vom Kunststoff nicht täuschen. Es ist kein Billo-Billo-Plastik. Schauen wir uns die Markings an. Hier haben wir das Logo. Darunter Lancer Tactical. 6 mm Kaliber und eine Seriennummer. Und hier haben wir No Retreat, Kaliber 6 mm BB und das F im Fünfeck. Um den Akku einzulegen, nehmt ihr hinten die Abdeckung ab. Das macht ihr, indem ihr hier, seht ihr das? Da und auf der anderen Seite auch eindrückt. So. Dann könnt ihr hier oben das noch abnehmen. Seht ihr? Und zum Vorschein kommen die Kabel. Und wir haben leider nur einen Mini-TAM-Stecker. Ich sage leider, weil ich eher ein Freund von den hochwertigeren DIN-Steckern bin, von den T-Steckern. Wir haben uns die Waffe jetzt von außen angeschaut, aber ohne es zu technisch zu machen, möchte ich gerne noch ganz kurz auf die Internals eingehen. Wir haben hier eine V2-Gearbox, einen Piston mit Metallzahnreihe, das Federschnellwechselsystem, einen 6,03 mm Präzisionslauf, einen MOSFET, der die Internals schützt und eine ETU als Schutz gegen Gearbox-Jams. Dann kommen wir das Ganze mal mit der eingebauten Feder und anschließend werde ich diese eingebaute Feder ausbauen über das Federschnellwechselsystem und die mitgelieferte Feder einbauen und damit nochmal kronen.
oben links, oben rechts, perfekt. Fass zum Gewehr. Hier bekommt ihr für euer Geld einiges geboten. Frontgriff und Railcovers, ein 300 Schuss High Cap Magazin, ein Federschnellwechselsystem und direkt zwei Federn dazu und meine persönlichen Highlights, ein MOSFET und eine ETU. Das Ganze gibt's bei Sniper S für 169 Euro. Link unten in der Infobox. Das war's mit dem Video für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Ich hoffe, diese Videos helfen euch beim Airsoft-Einstieg und bei der Suche nach der ersten Waffe. Ich packe jetzt die ganzen Sachen weg und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.